Okay, so. Aufgabe. Stelle leeres Buch her. Machen wir. Stelle leeres Buch her. Das Holz herstellen, jawohl. Das heißt, wir haben das dreimal, okay. Bring die leeren Bücher zu Jack. So, jetzt will ich mal gucken, ob er das. Ob ich das wirklich im vergessenen Land machen muss. Weil das wäre ein bisschen doof. Nee, muss ich nicht. Zucchini 12. Nee, es muss tatsächlich. Oh. Ich muss sie tatsächlich im. Okay. Gut. Also Zucchini habe ich denn noch? Samen? Nein. Kartoffel 8. Aufteilen. Tomate 6. Paprika 6. Zucchini. So, wo haben wir denn Zucchini? Zucchini, Zucchini. Zutaten, Zucchini. Sonnige Ebene, okay. Also ab zur sonnigen Ebene. Ab zur sonnigen Ebene. Da gehe ich jetzt hoch, weil da kommt Jack nämlich gerade. Ich bin falsch gelaufen. Hallo Jack, ich habe was für dich. Schnell! Es gibt viel zu tun. So, ich bin zurück mit den Büchern, Jack. Der Dreamlight-Tag wird großartig. Ausgezeichnet! Aha! Meine Aufregung sprudelt geradezu über, wie der Atem eines Dämons in einer Teergrube. Das ist irgendwie grausam. Ich danke dir. Nun, wir haben noch viel zu tun. Lass uns weitermachen. Ja. Ich muss los. Die Arbeit ruft. Also ich brauche. Ach, vielleicht kriege ich hier noch ein paar Federn. Ich selbst hätte keinen schöneren Tag herbeizaubern können. Hallo, Kumpel. So, Zucchini. Ah. Kaufen, jawohl. Yay! Und dann will ich verkaufen. Jawohl, so.
Bis bald. So, ja, dann muss ich ins vergessene Land. Aber jetzt gucke ich mal, ob hier noch mal ein paar neue Federn rumliegen. Ich glaube aber nicht. Das ist, glaube ich, immer pro Login, pro Tag, wie auch immer. Weil das ist nämlich auch ganz schön. Ah, eine. So, wenn ich jetzt noch eine finde, dann werde ich das auch aus dem Inventar los. Komm, komm, komm. Eine Feder noch. Schade, schade. Schade, schade. Du, 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 du. Na, wir können ja nachher noch mal gucken. Aber wir haben ja schon einiges geschafft. So, dann gehen wir mal die Sachen anpflanzen. Ich brauche 20, 32 Felder. Ach, Remi. Hilfst du mir mal kurz? Hallo, Remi. Darf ich dir eine Frage zur Süßigkeitenherstellung stellen? Oh. Süßigkeiten herstellen? Wow, das ist ein kompliziertes Thema. Wie lautet deine Frage? Ich versuche für Jack einen süßen Schädel zu machen. Aber er meinte, er sollte bunt sein und ich weiß nicht genau, wie ich das machen soll. Das Rezept verlangt Zuckerrohr, Vanille und Dreamlight-Frucht. Aber naja, ich habe das Gefühl, dass etwas fehlt. Nun, diese drei Zutaten würden längere Süßigkeiten ergeben. Aber das Endergebnis wäre optisch ziemlich langweilig. Hm, was würdest du vorschlagen? Das ist leicht. Lebensmittelfarbe und du hast Glück, denn ich habe gerade welche aus Erdbeeren gemacht. Danke. Wow, danke, Remi. Oh. Schön, dass ich helfen konnte. Aber ein Ratschlag, sei vorsichtig mit Wasser und um Süßigkeiten herum. Oh. Schütte etwas Wasser darauf und sie könnten sich auflösen und schmelzen. Verstanden. Halte die Süßigkeiten trocken. Ich muss jetzt los. Danke. So, so hier habe ich meine regulären Felder. Und die sollen ja hier auch bleiben. So. Mal gucken. Muss das ja irgendwie... nicht alles nebeneinander machen, aber ich kann es ja versuchen. Und wenn wir schon mal hier sind, nehmen wir das schwarze Holz mit, weil das brauche ich ja für die Truhen. So, dann lass mal gucken. Drei. Also. Eins. Zwei. 6. So, und da packe ich schon mal hin die Zucchini. Dun, dun.
So, und dann brauche ich noch mal 6. Dann brauche ich noch mal 6. Da. So. Dann nehmen wir die. Paprika. 6 Tomaten noch. So. Hier gibt es so viele Möglichkeiten, ein Abenteuer zu erleben. Ja, ja. Ich bin hier gerade am Abenteuern, so. Okay. Also hier brauche ich jetzt 8. Also dieses Dorf ist alles andere als still. Okay. So. Okay, so gießen. Und mal gucken, wie oft ich das gießen muss. Weil Pflanzen, wenn die dann nicht in das Biom gehören, dann dauert das dann länger. Da muss man öfter gießen und so. Okay, so. Okay, Aufgaben. Koche süßer Schädel. Ab nach Hause. Ab nach Hause. Was haben wir denn hier? Steine, Blumen. Dein, das und das und Ingwer. Okay, so. So, und dann soll ich kochen. Süßer Schädel. Okay. Jawohl, super. Okay.
Schädel zu Jack. Jack, Jack, Jack. Was ist das? Ja. Ich wittere ein Leben. Abenteuer. Bitte sehr, Jack. Ein süßer Schädel, wie besprochen. Versprochen. Ha. Ah, wunderbar, Pitty. Wenn ich Haut hätte, würde sie jetzt eine Gänsehaut bekommen. Das höre ich gerne. Du bist sehr gut darin, Anweisungen zu befolgen. Es gibt 3 Kinder in Halloween Town, die viel von dir lernen können. Was hast du mit den süßen Schädeln vor? Oh, du wirst es schon sehen. Nur jetzt noch nicht. So. Auf Wiedersehen. Aufgaben. Es wird dauern. Das muss ich... Okay. Okay. Ich gucke nochmal, ob ich hier jetzt nochmal eine Feder finde. Ansonsten habe ich jetzt hier im alten Biom erstmal alles erledigt. Und wir kehren zurück auf die Insel. So. Schön, dich zu sehen. Verkaufen. Jawohl. Oho. Okay. Wir sehen uns. So. Drückt mal die Daumen, dass ich jetzt eine Feder finde. Und wir diese Quest auch noch erledigen können. Nur eine, bitte, nur eine. Es dauert einen Moment, bis sie wieder federn lassen, die Vögel. Ja, komm. Gib mir eine Feder. Nee, hier scheint im Moment keine mehr zu liegen. Schade eigentlich. Gut, dann machen wir weiter mit... Ja. Wir machen mit dem Quest weiter. Und gehen dann zurück. Auf die Insel. Erstmal nach Hause. Jawohl. Dann muss ich erstmal was ernten, weil ich ja jetzt ein paar Erdbeeren gegessen habe. Jetzt muss ich mal gucken, wie viel... Dreamlight habe ich denn jetzt 2000. Koche mit Meeresfrüchten. Pflanze 5, baue 4 Felsflecken ab. Okay. So, ihr Lieben, ich mache jetzt erstmal eine kleine Toilettenpause. Und ja, bin so in 5 Minuten wieder da, ne? Dann würde ich sagen, bis gleich. Das heißt, ich mache die Karte an. So. So, da bin ich wieder. So, dann wollen wir mal weitermachen. Okay, Gaston ist der immer noch hier. Der hängt da immer noch rum. Okay.
Müssen wir erstmal orientieren, wo muss ich denn lang? Da, ne? Ja. Hier ist mal das Gleiche. Bam, 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 bam. Hier war das. So, Gaston. Geben. Ist es an der Zeit für unsere Schatzsuche? Ja, aber ich fürchte, ich habe zuerst eine schlechte Nachricht für dich, Gaston. Oh, Moment, ich muss mal kurz anders hinsetzen. Oh, so. Ach, liegt es daran, dass deine mickrigen Arme nicht die gleiche Menge an Schätzen tragen können wie ich? Das ist es wirklich nicht. Was ist es dann? Ich möchte hier diplomatisch sein. Das ist langweilig. Bau den Skarabäus zusammen. Aha, es geht los. Dem Skarabäus hinterher. Okay. Ey, schlag mal nicht so einen Haken hier. Und nu? Oh! Ach, die Höhle, ja genau. Ja, wie in dem Film. Beeindruckend. Und dieser Schatz wird bald mir gehören. Wenn sie von einem riesigen Katzenkopf bewacht wird, müssen die Reichtümer darin von enormem Wert sein. Gaston, ich muss wirklich mit dir reden. Jetzt? Kann es nicht warten, bis wir drin sind? Ich werde versuchen, dir die Nachricht schonend zu überbringen. Du kannst Dinge nicht samt brechen, Pitti. Wenn du samt bist, gehen sie nicht kaputt. Tut mir leid, Gaston, aber du kannst nicht mit mir ins Gewölbe kommen. Was? Und außerdem, warum? Das ist Teil der Magie des Gewölbes. Nur ein ungeschliffener Diamant kann es betreten. Und du bist nicht rein herzens genug, um einzutreten. Die Magie würde dich zurückweisen. Ich verstehe. Wirklich? Ja, natürlich. Ich bin eindeutig kein ungeschliffener Diamant. Ich bin mehr ein Geweih, das auf einer edlen Mahagoni-Tafel montiert ist. Ja, das kann ich mir vorstellen. Das ist doch offensichtlich, oder? Von mir geht männliche Energie aus, wie die Verzweiflung von einem Bauern. Wow, ich kann es plötzlich nicht mehr erwarten, von dir wegzukommen. Bring eimerweise Schätze für mich mit. Betritt die Wunderhöhle. Ist die jetzt eigentlich auf der Karte? Nee, nicht wirklich, ne? Hier ist ja der Laden von Gaston.